Aber das sind doch hier spartanische Krieger, oder? Arcadia. Ach, Moment mal, Arcadia. Das kenne ich doch irgendwoher. Gothic 4, oder? Oh Gott, ist das ein schlechtes Spiel. Nein, ist es nicht. Ich wiederhole es jetzt auch nicht, den Titel. Welchen ich hier für schlecht halte. So wie es der Dame hier offenbar auch geht. Damit ich auch das Wort mal wieder benutzt habe, offenbar. Ja, ich habe das Spiel mal gesehen. Bei euch im Let's Play. Da hatte ich noch so die ersten 10 Minuten gedacht, boah, was für ein geiles Spiel, ne? Und auch der Let's Player, der das auch ziemlich gut gemacht hat und der auch fasziniert war, der hat sich auch gefreut, dass er das Spiel endlich sich gekauft hat und Let's Playen konnte, hat sich übelst gefreut. War allerdings auch schon vorgewarnt von den vielen Kritiken, die äußerst schlecht ausgefallen sind. Da hat er noch so gemeint, ja, da lasse ich mich aber jetzt nicht beeindrucken, ich möchte mir das selber mein Bild machen. Und da hat er am Anfang halt auch noch gemeint, und ich bin jetzt gar nicht so negativ hier eingestellt wie ihr, ich finde es eigentlich ganz gut, was da kam. Und da, als ich ihm das so zugeschaut habe, fand ich das am Anfang auch ziemlich geil, das Spiel. Aber je weiter er gekommen ist, desto weiter das Let's Play ging, haben wir dann auch festgestellt, also nicht nur der Let's Player, sondern auch ich, habe dann einfach gesehen, das Spiel, das ist es nicht. Ja, es ist einfach super eintönig geblieben. Grafisch hat es dann letztlich gar nicht so gut ausgesehen. Sehr, sehr viele Fehler in dem Spiel, leider. Aber wer natürlich auf die Reihe steht, der schaut sich das an. Aber ich schaue mich jetzt hier unten um. Wir sind ja hier nicht in Arcadia Gothic 4, denn wir sind ja wieder zurückgegangen auf den Friedhof von Tigea. Und hier ist einiges los. Überall knochige Gesellen. Irgendjemand hat sie wieder weg. Da kommt wieder ein Zombie an. Ja, da hauen wir schnell ab, da kommen wir dort fliegen. Die Geier und die Knochen und da haben wir noch so einen Zombie. Und noch einen Bogenschütze und noch einen Zombie und noch einen Magier. Zwei Magier, ich trinke mal einen Trank. So, jetzt erstmal den Bogenschützen weghauen, während wir eh ausweichen müssen. Nochmal zurück, wieder vor, zurück, wieder vor. Ja. Hui, da war doch einiges los. Truhe, was ist in dir los? Ja, 37, das ist jetzt nicht so viel. Nehmen wir aber mit. So, wo geht's jetzt nun hin? Jetzt geht's auf einmal hier übelst runter. Ne, hier ist Schluss. Hier sind wir wieder an der Felskluft. Was ich aber auch ganz nett finde, ist, wenn man jetzt hier so lang läuft, dass die Objekte, wo man durchläuft, dann so transparent werden. Da wird einfach wirklich auch sichergestellt, dass man den Überblick bewahrt und halt auch hinter so einem Baum noch kämpfen kann. Ja, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. So, wir müssen jetzt aber wieder nach oben, Mensch. Und hier hinter dem Dorf, westlich vom Dorf waren wir auch noch nicht. Westlich von Tigea, da müssen wir auch noch durch. Lalalala. Ach, da ging es nicht lang, aber hier unten am Brunnen vorbei, oder? Ja, hier hinten rein. Hier waren wir noch nicht. Ja, da stehen sie nämlich auch schon Spalier. Da kommen sie wieder, die Spinnen, die Insekten. Widerlicher Sechsbeiner. Da haben wir jetzt wieder die kleinen Spinnen. Also die haue ich jetzt immer zuerst weg. Ja, da hat sie uns auch schon wieder voll erwischt. Jetzt auf die, dann wieder auf die. Gut, wenn man einmal wütend ist und der Kreis, der wird immer durch eine Aufladung ja, größer. Also der Radius erhöht sich dann immer um 1 pro Aufladung. Dadurch wird es dann immer so schrittweise größer, die Kampfwut. Ist ganz schön zu sehen, wie es jetzt auf Maximum ist. Und das sieht man hier auch, wenn man dann, wenn er dabei, wenn ich jetzt mal ein bisschen schlage, da seht ihr dann schon, dass ich doch durch diese Fähigkeit Ansturm schon ein bisschen Energie verbrauche. Ne? Weil pro getroffenem Schlag verbrauchen wir ja Energie. Ja. Wenn wir dann natürlich einmal ausgebildet sind, also wenn
Wenn die Kampfwut auf der höchsten Stufe ist, verbrauchen wir, soweit ich weiß, keine Energie mehr. Aber ich brauche jetzt mal einen Trank, ey. Hier kommen jetzt viele Spinnen, ey. Ja, zum Glück, wenn man wütend ist, kriegt man sie schnell weg. Und das habe ich ja gesagt, wir leben davon, dass wir die Gegner schnell wegkriegen. Also sonderlich viel halten wir natürlich nicht aus. Und überhaupt, ich brauche dringend eine Waffe. Ich habe jetzt die Zweihandfähigkeit erlernt und es scheitert jetzt daran, das anzuwenden, dass ich einfach keine habe. Das ist ja wohl die Frechheit. Dann nehme ich jetzt mal hier die Handaxt. Dann nehme ich doch noch mal eben schnell eine gewöhnliche Waffe. So. Das sehen wir jetzt aber, wie der Schaden, der SPS sinkt. Also mit dem Schild sind wir bei, gut, das war jetzt höher, weil wir den Buff noch hatten. Also ohne Buff, ohne unsere passiven Fähigkeiten, die dann irgendwie sich auslösen, sind wir bei 29 SPS. Wenn ich jetzt mal unser Schild gegen eine Axt eintausche, sind wir bei 21. Woran liegt das? Weil eigentlich müsstet ihr sagen, ja, du hast doch jetzt zwei Waffen dran, dann müsstest du mehr Damage machen. Ja, das liegt ja daran, dass man unter dem Abblocken, da steht ja auch noch 13 Schaden. Ja, das Schild, das macht selbst auch Schaden. Ja. Deswegen jetzt mit den zwei Äxten wäre jetzt an für sich gar nicht so clever, das zu machen. Ich bin jetzt einfach mal so frei, um mal zu sehen, ob die zweite Waffe mal zuschlägt. Ja, da hat man es schön gesehen. Ja, hier jetzt auch wieder. Wie die linke Seite jetzt mal ausgeholt hat. Aber ich würde sagen, wir warten mal, bis wir da auch eine gescheite Waffe haben, damit sich der Schaden da auch erhöht, statt niedriger wird. Das geht ja gar nicht. Ach, überall diese Insekten, ey. Ja, wir sind ja jetzt hier auf der Suche nach denen ihren Problemen, ne? Ja, jetzt hätten wir hier oben nördlich bei dem Dorf rausgehen können. Wie weit geht's denn jetzt hier noch westlich weiter? Und immer nicht vergessen, wenn ihr so übers Gelände streift, immer schön auf X drücken. Da ist man schnell mal an einer Kiste vorbei oder einem Knochenhaufen. Was ist das denn? Auch die sieht ja hübsch aus. PG, die Wassernymphe. Oh, schick. Ja, so sieht ungefähr dieses Pet von der Jägerin aus, beziehungsweise von der Klasse Natur. Na, genau so sieht die aus. Das ist so eine kleine Bogenschützin, so eine Elfin mit Elfenohren. Und die beschützt dich halt auch. Die kann aus der Distanz mit dem Bogen schießen, auf die musst du aber unglaublich gut aufpassen. Die hält fast nichts aus. Zwei, drei Schläge, da ist die weg. Ne? Also die muss man immer im Hintergrund auch auf passiv stellen. Also seine Pets muss man dann wirklich auch aktiv und intelligent steuern. Da gibt es dann so drei Verhaltensmuster. Entweder extrem aggressiv, dann gibt es noch extrem passiv und das Mittel, das nimmt man eigentlich standardgemäß normal. Das heißt, die greifen erst dann an, wenn du angegriffen wirst. Das heißt, der Gegner hat schon Aggro auf dich und dann greifen erst deine Pets an. Und somit werden deine Pets nicht einfach so nach und nach weggehauen. Aber darauf brauche ich ja jetzt Gott sei Dank gar nicht weiter eingehen, denn wir sind Eroberer. Habe ich es euch schon gezeigt, unser neuer Titel? Ja, seitdem wir nämlich die Verteidigungsmeisterschaft haben, heißen wir nicht mehr Krieger, sondern Eroberer. Tja, und genau wir werden hier noch viele Höhlen und Städte und ja, Schlachtfelder erobern. Und ich werde jetzt einfach mal hier die Wassernymphe befragen, ob die hier irgendwas weiß. Sterblicher, ich bin eine Najade, der Geist dieser Quelle. Pegea werde ich genannt. Mein Wasser wurde verseucht und ich bin krank. Wilde Spinnen sind gekommen, um in meiner Höhle bei der Quelle zu wohnen. Sie sind der Grund für das Gift. Tja, und da haben wir unsere Antworten. Die Pegea ist der Geist der Quelle, die das Wasser schützt, von dem eben auch das Dorf Tegea lebt. Und diese Spinnen, die wir hier schon überall gesehen haben, denen wir hier quasi nach jeden 10 Metern begegnen, die haben sich hier in die Höhle zurückgezogen und haben die Wasserquelle vergiftet.
Ja, und unserer Najade geht es hier dadurch auch nicht mehr gut. Die ist krank. Aber es sieht schön aus, so mit dem bläulichen Körper, so ein bisschen grünliche Haare. Sehr schön. Nebenaufgabe aktualisiert, eine vergiftete Quelle. Fetidhöhle. Ja, dann werden wir hier mal für Ordnung sorgen. Die Höhle hier von den ekelhaften Insekten befreien. Hoffen, dass wir damit die vergiftete Quelle wieder entgiften. Hua! Verschwindet, ihr Kreaturen, ihr seid hier nicht heimisch. Ja, hier sind auch noch welche. Hau ich mal eben alle weg hier. Das passiert ab und zu mal, weil man macht ja hier alles. Oh, Essenz von Herakles Sichel. Und mit Magie in Verbindung gebracht wird. Das ist also ein Gegenstand, den man auf Ringe anwenden darf. Und erhöht Energie und Energieregeneration. Da sieht man, das ist nur grün, also anwendbar auf Ringe. Beim Rest ist es rot. Gut, hier bei den Halsketten geht es auch. Das ist im Übrigen mit jedem Item so, da muss man eben vorher schauen, auf was kannst du es überhaupt anwenden. Die Prometheus Flamme zum Beispiel, mit dem wir Verbrennungsschaden über 3 Sekunden hinweg machen können und den Feuerschaden erhöhen. Das wäre jetzt eine Essenz, ein Relikt, welches man nur auf Waffen anwenden kann. Und dieses Relikt, diese Essenz, die kann man nur auf Magie anwenden. Und Magie wird jetzt hier bei Titan Quest so verstanden, das bezieht sich auf Ringe und Halsketten. Ja, da haben wir auf jeden Fall mal wieder ein neues gefunden. Ich lege es mal hier drunter. Damit wir hier in den Taschen auch Ordnung haben. Und damit wir richtig Ordnung haben, legen wir mal hier die Erweiterungskomponenten nach oben und die Reliktscherben nach unten. Ja, ist toll gemacht, Trusty. Ach Quatsch, Perseus. Perseus. Und er durchstreifte die Höhle nach weiteren Spinnen. Ha, ja! Hör! Oh, die halten doch jetzt ganz gut aus hier. Habe ich aus Versehen was aufgesammelt. Das wollte ich eben auch noch erzählen. Wenn man hier mit der Maustaste, weil das ist das, was man eigentlich macht, damit man hier auf Dauerfeuer quasi so bleibt. Ich klicke immer auf den Gegner drauf, klicke den also an und bleibe dann mit der linken Maustaste gedrückt, damit er hier einen Dauerschlag ausführt. Und wenn man dann mal eben daneben klickt, also nicht auf den Gegner drauf, ja, dann steht man dann halt so da. Und man macht nichts. Ja. Und stirbt dann aufgrund von Unfähigkeit. Untätigkeit. Das hatte ich doch vorhin schon mal falsch gesagt. Aber was nicht falsch ist, ist diese königliche Truhe. Jawohl. Da kommt doch schon wieder einiges rausgesprungen. 160 Gold, 150 Gold. Hartschaliger Stirnkranz. Sehr gut. Verstärkter Armschienen der Muskelkraft. Einfacher Gesundheitstrank. Und hier unten lag auch noch was. Verstärkter, gehärteter Kampfhelm der Ausdauer. Mein Gott. Da waren ja jetzt einige Adjektive drin. Das muss doch jetzt ein super Helm sein. Na, ich weiß ja nicht. Man sieht auch, man kann auch dadurch immer ganz gut vergleichen. Nicht jetzt nur durch Rüstung und die magischen Erweiterungen des Gegenstandes, sondern welche Stufen natürlich sind erforderlich, aber welche Stärke eben auch. Und das sehe ich schon mal, der braucht 2 Stärke weniger. Das heißt für mich, der wird auch weniger wert sein. Aber jetzt gucken wir mal hier waffentechnisch. Ach Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Erhöht sich jetzt der Schaden mit der hier auch nicht? Ach, das ist doch nicht. Jetzt scheitert es tatsächlich. Oh! Wollte ich gerade noch sagen, jetzt scheitert unsere beidhändische Fähigkeit daran, dass wir keine zweite Waffe finden. Aber wir haben eine tolle Armschiene gefunden. Die hat 3-mal mehr Stärke. Nein, nicht 3-mal mehr. Das wäre ja ein bisschen übertrieben. Na, es wäre schön, natürlich. Aber es sind nur 3 Stärke. Aber die Rüstung, ne? Die verdoppelt sich dann doch fast. Das sind mal eben so trocken 9 Rüstung mehr. Da kommen wir von 95 auf 104 und der Schaden erhöht sich aufgrund dessen, dass wir 3 Stärke mehr bekommen, erhöht sich von 29 auf 30. Hervorragend.